Ja, so, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Forest. Und ja, wir werden hier ganz schön massakriert von den Eingeborenen. Die mögen es irgendwie gar nicht, dass wir hier sind, habe ich das Gefühl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss mal also noch mich mögen sie, wenn ich nochmal erwähnen. Ja, die Frauen mögen mich auch, aber die Kerle nicht. Ja, ja. Ich glaube, weil ich einfach so mega, mega attraktiv bin. Mhm. 3, 4, 5. Die haben einfach, das ist so das Konkurrenzverhalten, die haben einfach Angst, dass ich ihnen ihre Frauen wegnehme dann. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das ist nicht nur wahrscheinlich, das ist so, vermute ich mal. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ich kann keine Knochenrüstung mehr basteln, weil mir meine Clothes jetzt fehlen. Echt? Clothes habe ich noch. 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Willkommen bei Zählen mit Hebi. Ja! Genau, das neue Format hier auf meinem YouTube-Kanal. So, die Frage ist. Hau doch nicht unser Gebüsch hier kaputt. Das wächst doch eh wieder nach. Habt ihr schon? Die Frage ist, soll ich hier mal ein paar Bäume wegreißen auch? Hier ist der Wald zu dicht, finde ich. Ja, das ist ja das, was die Sonne abdeckt, aber eigentlich hier auf die eher so tendenziell mehr. Ha. Das Problem ist, ich muss was essen. Das ist schon wieder ein Eingeborener, das gibt's noch nicht. Ich esse mir so einen Snack hier gerade. Alter, was hat der denn gemacht? Der ist jetzt voll um den Baum rumgejumpt. Voll cool, ey. So. Und ordentlich einen Schritt hauen. Jawoll. Ordentlich die Kronjuwelen weghauen. Ist dir mal aufgefallen, dass sie gar keine Geschlechtsteile haben, die Eingeborenen hier? Nein, da habe ich noch nicht drauf geschaut, ehrlich gesagt. Das ist mir vorhin aufgefallen dann. Die Frauen haben zwar Brüste, aber da unten drunter ist einfach gar nichts. Und bei den Männern ist auch einfach nichts. Die sind einfach. Sowieso Kennpuppen einfach. Ja. Weißt du denn überhaupt, dass zwei Frauen da was anders sein soll? Worauf möchtest du hinaus? Ja, ja, ja. Was möchtest Wollten du wir nicht eigentlich oben eher bauen hier? So, jetzt bauen wir ja doch wieder hier. Ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich gerade bauen. Achtung! Wow. Ach ja. Die Anatomie des Menschen, erklärt von Dr. Cooper. Wobei, wenn ich eine Das hättest du jetzt gern, dass ich dir jetzt erkläre, wie das funktioniert. Da brauche ich dich nicht dafür. Ich muss übrigens dazu sagen, wenn ich an Dr. Cooper denke, ne, dann muss ich an dich denken, wie du den Surgeon Simulator letztens gespielt hast. Oh das Gott. Das müsst ihr mal auf Twitch gucken. Du stellst das ja leider nicht auf YouTube. Ihr müsst mal auf Twitch gucken, auf seinen Twitch-Account, der ist dann in der Videobeschreibung verlinkt. Da hat er den Surgeon Simulator gespielt. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so gelacht und so gelitten gleichzeitig. Mir tat das echt, das waren echt Schmerzen teilweise. Das waren wirklich Schmerzen. Wenn er dann mal urplötzlich wenn er einfach mal die Säge im Patienten dann reinrudert und das ganze Blut dann spritzt einfach. Keine Ahnung, er sollte eine Herz-OP machen und reißt dann erstmal alles raus. Also er hat keine OP gemacht, er hat die Patienten einfach seziert. Das ist... Nee, das war krass. Also das war... Ja, man muss ja auch irgendwie ans Herz rankommen, ne? Das war echt hart. Erstmal alle Organe rausgenommen, oh, da ist das Herz. Aber das ist, glaube ich, irgendwie auch ein Erfolg freigeschaltet dann, ne? So ein Timelord-Erfolg irgendwie dann. Weil du zwei ein Timelord, als ich das... Ja, genau. Weil ich vergessen habe, das alte rauszunehmen und einfach das neue reingeschmissen habe. Aber es ist schon cool, dass die Leute daran, also dass die Entwickler daran gedacht haben, also dass die da so einen Witz einfach draus gemacht haben dann. Ja, das stimmt. Also an Knochen mangelt es uns überhaupt nicht. Nee, ich habe auch volle Rüstung jetzt, also von daher, es ist einfacher geworden. Ich finde, das Spiel ist viel, viel einfacher geworden als früher. Weil da hattest du nämlich bloß diese Lurchrüstungen dann. Und die Lurch halt zu jagen ist echt ätzend. Und jetzt da mit den Eingeborenen, mit den Knochenrüstungen, ist total geil. Weil Eingeborenen hast du en masse hier, die du abschlachten kannst. Ja, wobei... Mir ist an Clothes mangelt irgendwie. Ich hatte echt viele, aber jetzt habe ich irgendwie keine mehr. Hey, wir haben unsere Tür. Sehr gut. Okay, ich mache mal hinten noch ein bisschen Bäume weg. Also wir sind schon so von der...
ich muss sagen, also von der Kolonialisierung her machen wir schon echt der Geschichte alle Ehre. Kommst du irgendwo hin, schnetzelst erstmal die Ureinwohner ab und rodest erstmal den ganzen Wald. Ja, heißt ja auch Forest, ne? Das dreht sich alles um den Wald abroden. Ich frage mich, was passiert, wenn du wirklich den ganzen Wald abrodest. Also stell dir mal vor, wenn es hier gar keinen oder gar keinen einzigen Baum mehr gibt. Da ist immer Sonnenschein. Immer klaren Himmel. Cool, wenn du Krähen hier kalt machst, dann kriegst du Dingens. Dann kriegst du Fleisch von den Krähen. Das ist ja geil. Also von den Vögeln kriegst du Fleisch. Essen wir auch noch. Das ist neu. Wir müssen ein bisschen jagen gehen eigentlich. Wir müssen unser Drying Rack ein bisschen ausstatten. Ich habe 2 Generic Meat gerade, weil ich die Vögel hier kalt gemacht habe aus Versehen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Köcher. Wir brauchen Pfeil und Bogen, wenn wir in die Höhle rein wollen. Und wir müssen dann alles mögliche an... Hä? Wozu denn Pfeil und Bogen in der Höhle? Weil da auch Ureinwohner alles dann sind und noch ganz andere Sachen. Es gibt noch was Schlimmeres auf dieser Insel als diese Kannibalen und Ureinwohner, die du gerade gesehen hast. Ja, mal nix spoilern, kenne ich ja wie gesagt noch nicht. Naja, ich sag's ja bloß, da gibt's noch was Schlimmeres und das wird lustig dann. Ja, mal gespannt. So. Kommst du gerade klar? Ja, ne? Weil ich fäll hier einfach weiter dann. Ja, wir haben auch schon echt viel jetzt gerade vom Zaun gefühlt. Also die eine Ecke ist schon komplett. Ich glaube, in der Folge kriegen wir es auf jeden Fall fertig, ne? Ja. Dann ist die Frage, was wir halt machen. Also ich würde dann wirklich mal vielleicht mal, dass wir in eine Höhle oder irgendwas dann gehen. Aber dafür müssen wir uns noch ein bisschen ausrüsten mit Nahrung, Stickies, Steinen und so weiter. Dass wir auch ein Lagerfeuer da unten machen können, dass wir nicht verhungern. Das wäre gut, ja. Dann müssen wir auf jeden Fall noch ein paar... Also meinst du die roten oder die blauen gut? Die blauen. Okay, dann esse ich die jetzt nicht. Rot ist doof. Rot ist giftig. Und die weißen sind auch giftig. Nee, und es ist dann auch, das muss ich mal ganz kurz überlegen, wir müssen auf jeden Fall noch genügend Rüstung craften dann und wir brauchen noch Medizin und alles dann, was wir dabei haben sollten. Also wenn wir in die Höhle gehen, dann sollten wir echt alles dabei haben. Nein, andere Richtung. Nein, andere Richtung. Verdammt. Da brauchen wir echt einiges. Mach mal so eine schicke Expedition dann. Ja, aber da brauchen wir echt einiges, was wir dabei haben müssen. Ich hoffe, das ist eine große Höhle, die wir da unten haben. Weil es gibt große Höhlen, es gibt kleine Höhlen. Da muss man mal gucken einfach dann. Ich muss mal kurz auf die Bank dann gleich mich ausruhen. Das ist ganz schön anstrengend hier. Kann ich eigentlich irgendwie Cloves herstellen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Bin ich mir aber nicht sicher, aber es gibt hier genügend Klos. Also einmal in den eingeborenen Dörfern natürlich, hängt sie überall auf den Wäscheleinen rum. Ach, stimmt, ja. Wir haben auch das eingeborene Dorf noch gar nicht gefunden. Es gibt ein Hauptdorf, eine Hauptstadt quasi? Ja, das ist ein riesiges, also ist ein riesiges Dorf halt aus diesen Hütten halt einfach. Und da gibt es dann auch, glaube ich, auch cool. Da gibt es dann, glaube ich, auch die eine andere Axt dann. Die noch ein bisschen besser ist. Jetzt habe ich die schon voll geupgradet. Soll ich die dann wegschmeißen oder? Nee, die behältst du einfach dann. Oh. So. Nein, jetzt hast du es zugemacht, verdammt. Muss ich durch die Tür gehen. Hä? Ach so. Ich wollte dadurch dieses Loch reingehen. Ach so, sorry. Okay, es fehlt aber noch ein ganz schönes Stückchen, ne? Naja, die Ecke halt. Also wir machen das heute auf jeden Fall, in dieser Folge machen wir auf jeden Fall den Zaun fertig, würde ich sagen, auch wenn die Folge dann länger ist, dass das fertig ist und dann bereiten wir mal die Expedition vor und ich sammle gleich mal die Knochen ein und pack die mal in das Ding hier in unsere coole Storage-Lösung da hinten. Ach ja. Und ich könnte mal das Miet aufhängen im Übrigen. La 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 la. Ich habe übrigens nicht gespeichert in der letzten Session. Ich habe auch schon länger nicht mehr gespeichert. Das ist nicht gut. Ich habe Hunger. Wieso kann ich das nicht hier hinhängen? Ich kann das nicht hinhängen. Warum kann ich dich nicht hinhängen? Okay. Kann es sein, dass du unser Lagerfeuer mal wieder kaputt gemacht hast? Nein, ich war gar nicht da. Ah, ich glaube, dann geht das automatisch irgendwann kaputt, wenn du es zu oft benutzt. Das wäre neu, wenn das Lagerfeuer kaputt geht. Das wäre logisch, irgendwie.
Also, dass die ich meine, dass die Stickies halt dann wegbrennen praktisch. Also ausbrennen. Also Stickies und ja. Dingens und, Blätter. Wäre eigentlich logisch, das stimmt. Ah, cool, ja. Hier ist ja das Dorf. Also es hat sich echt schon einiges getan hier bei Forest, das muss man echt sagen. Und zwar echt zum Positiven, finde ich. Es hat sich echt zum Positiven verändert bisher. Ja, wäre ja schlimm, wenn es zum Negativen gewesen wäre. Aber stimmt, hat man ja manchmal auch. Ja, es ist ja nicht immer. Du hast ja meistens irgendwas, dann kommt irgendein Patch raus, irgendein Update raus, wo du dir halt denkst, so, ja, ist jetzt nicht ganz so geil. Hier ist ein Bombensymbol, was bedeutet denn das? Da kannst du eine Bombe platzieren und dann kannst du das Zeug in die Luft sprengen. Und dann? Und dann ist da irgendwas drin. Achso. Ich habe da noch nie irgendwas Sinnvolles rausbekommen. So, komm mal kurz her, ich habe Essen gemacht. Sehr gut. Das würde ich, glaube ich, auch noch was sagen. Den Hasen jagen. Okay. Naja. Hat nicht ganz so viel gebracht. Das hat nicht ganz so viel gebracht, was ich hier gerade gefuttert habe. Es war eher ernüchternd. Hase! Hase, Hase, Hase! Ahnen, das gibt's doch nicht. Ich finde überhaupt keine Lurche mehr und ich finde überhaupt keine Hasen mehr hier. Gefühlt ist hier nichts. Schade eigentlich. Okay, weiter geht's. Bäume fällen. Keine Müdigkeit vortäuschen. Ich will in der Folge fertig werden mit dem Zaun. Dann ist es erstmal gut mitbauen, oder? Dann bauen wir erstmal nichts mehr, glaube ich. Ja, dann gehen wir mal, bereiten wir uns für die Expedition vor, würde ich sagen. Genau. Aber da brauchen wir echt noch mehr zu essen und alles dann. Ja, deswegen versuche ich gerade schon ein bisschen zu jagen, aber okay, ich muss jetzt mal wirklich mich regenerieren. Ich bin ziemlich im Arsch. So. Vor allem Rüstung brauchen wir jede Menge. Mit dem anderen. Oh, da ist ein Hase. Die Frage ist halt. Ist ja cool, der Lurch ist den Baum hochgeklettert. Ja, die klettern den Baum hoch. Das stimmt. Was halt ein bisschen dämlich ist, dass das rohe Zeug, dass das halt vergammelt und du das fertige Zeug halt nicht mitnehmen kannst. Das ist ein bisschen doof, das ist ein bisschen schade. Weil dadurch hast du halt immer den Punkt, das Zeug gammelt halt sauschnell. Das ist halt die Frage, wie man das dann. Ja, wie wir das dann machen einfach. Okay, kurz mal. Ah, sehr gut. Verschnaufen. Oh, sieht sehr schwarz aus, das, was du da aufs Feuer gelegt hast. Oh Mann, das hat mir nichts gebracht. Ja, du warst, hast zu lange gebraucht. Okay, wie lege ich jetzt meinen Lurch drauf? Achso, das take. Zeug verbrennt ja auch. Ja, ich muss jetzt eh mal regenerieren, deswegen warte ich jetzt mal hier. Tam, 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 tam. Oh, ich hätte irgendwie Bock auf einen Burger. Ja, ich glaube, ich werde heute auch nochmal auf Essensjagd gehen, so in real life nochmal. Ich bin echt überlegen, was ich mache. Ich wollte eigentlich so eine Kleinigkeit essen, aber ich bestelle mir entweder einen Burger-Lieferanten, habe ich hier bei mir leider überhaupt nicht in der Nähe. Ich glaube, ich bestelle mir eine Pizza heute Abend. Wie viel Uhr ist eigentlich gerade? 3:30. So, warte mal, ich habe wieder ein paar Cloves. Das heißt, ich kann mir gerade so die Rüstung upgraden. Hm. So. Hallo? La 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 la. Das Tolle ist, der Cooper rennt immer irgendwo rum, der macht dann irgendwas und man sieht bei mir nur ganz spannend, wie ich hier irgendwie Bäume fäll die ganze Zeit. Das ist mega spannend, muss ich sagen. Ich entschuldige mich dafür. Gehört zwar ich craft gerade auch noch Rüstung. Gehört zwar dazu zu Forest, aber es ist doch sehr langweilig, muss ich sagen. Wir müssen echt in der nächsten Folge was anderes machen. Das ist ja. Da guckt ja keiner zu, wenn da jemand 8 Stunden lang Bäume fällt. Kann das ist doch. Kann ich ist halt Forest. Genau, kann ich die Folge gleich Baumfell-Simulator 2016 nennen? Ja, ich bin hier der Zaunbausimulator. Das ist ja auch nicht viel besser. Ja, das stimmt auch wieder. Aber es gehört dazu zu Forest. Genauso ist es auch bei Edenstar und so weiter. Ich bin immer, wenn ich Edenstar spiele oder Minecraft spiele oder sonst irgendwas, dann denke ich ja immer so, ja, du musst jetzt irgendwie, musst auch mal eine Abwechslung reinbringen, weil wer guckt dir schon zu, wie du dich bei Minecraft 8 Stunden lang in irgendeine komische Grube reingräbst und bei Edenstar halt das 200. Geschütz baust. Ja, aber das ist halt, das sind ja die Spiele doch so.
Das ist richtig, also, aber es ist immer so, weiß ich nicht. Ich denke mir immer so, wer guckt sich das dann an? Und dann ertappe ich mich aber selber, wie ich anderen Leuten zugucke, wie sie in Minecraft irgendwelche Sachen bauen, stundenlang. Ja. Schreibt's doch mal in die Kommentare, was ihr von den letzten Folgen haltet. Achtung! Kacke! Was denn? Also zu den Folgen Kacke. Was hast du gemacht? Nein, was man von den Folgen hält. Kacke! Ach so, jetzt. Ich stehe auf einer Leitung. Es sind schon lange keine Urinwohner mehr gekommen. Haben wir schon alle ausgeräuchert, oder wie? Kann ich eigentlich, da ist der Lizard-Skin. Kann man den eigentlich auch kombinieren? Ja, Stealth-Armor kann man machen. Das hat bei mir nur... Also die Stealth-Armor, habe ich nicht mal ansatzweise verstanden, wie das funktionieren soll. Man kann es mit Blättern, glaube ich, kombinieren, ne? Mit Blättern, ja. Und dann hast du eine Stealth-Armor. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Stimmt, ich habe jetzt... Hast mal gebaut. Also gefühlt bringt das... Also zumindest damals hat das dann nichts gebracht. Die haben mich trotzdem noch gesehen. Es decreased ja auch nur. Ja, ja, aber trotzdem. So, ich helfe da ein bisschen mit dem Dingens hier. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ob das reicht. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Nee, Stealth-Armor ist irgendwie Quatsch, glaube ich, ja. Ja, weiß ich nicht. Das bringt, glaube ich, gefühlt. Gefühlt bringt es, glaube ich, gar nichts. Aber es ist ja auch mal so ein subjektives Empfinden. Hey, der Zaun ist fast fertig. Aber vielleicht sehe ich jetzt cooler aus mit meinem Stealth-Ding. Wobei es die Knochen-Mix wahrscheinlich gar nicht anders, oder? Also du hast halt jetzt neben deinem Knochenmix, hast jetzt halt, das sieht aus, als würden gerade Blätter aus deinen Armen wachsen. Geil. So sieht das gerade aus. Das ist total bescheuert. Habe ich mir noch ein paar Blätter an den Körper geklebt. Ja, jetzt bist du mega stealthy jetzt. So, kommen wir euch durch die Tür. Geht das eigentlich hier? Ja, es geht. Geil. So, und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter. Bitte hör auf zu singen. Kommen gleich wieder alle Ureinwohner und wollen uns töten. Was denn? Die lieben einfach meinen Gesang. Das sind halt keine solche Banausen wie du. Mhm, deswegen wollen sie dich töten. Weil sie so lieben. Nein, die wollen Autogramme haben. Das ist so einfach. Die finden es halt mega geil, dass halt jemand so gut singen kann. Und ja, dann wollen sie halt einfach. Wie man es halt so macht, so Klamotten und so weiter, einen Arm, ein Bein und so weiter, wollen sie einfach für sich haben. Ist ja vollkommen legitim. Aber das ist ja ätzend, man kriegt dann gar. Ich habe keine Aloe Vera Seeds mehr bekommen. Ich habe die jetzt eigentlich geerntet, aber das hat. Wir brauchen Aloe Vera Dinger. Wie kriegt man die Seeds eigentlich dann raus? Ja, weiß ich nicht. Anscheinend Zufall. Metz Plus. Ja, ich mache gerade Metz Plus. Wie macht man Metz Plus? Aloe Vera, Marigold und Coneflower. Naja. Okay, ich habe kein Aloe Vera mehr. Ich habe die drei Aloe Vera Pflanzen, die ich jetzt gefunden hatte, habe ich schon aufgebraucht. Ich finde aber echt sau wenig davon, muss ich echt sagen. Ich habe Durst, ich muss zum See. Ja, Durst habe ich auch und ich habe Hunger. Da hängt noch ein Lurch zum Trocknen. Ja, wir müssten mal ein bisschen mehr jagen, glaube ich. Oh, das sind noch Baumstämme. So viel zum Thema. Vor allem für unsere Expedition vorbereiten, müssten wir eigentlich mal ein bisschen sammeln. Ja, aber das Problem ist, da kannst du bloß rohes Fleisch hier mitnehmen, weil das gekochte kannst du nicht mitnehmen. Das ist irgendwie, ist nur so ein bisschen doof, finde ich, dass du das, was du auf dem Feuer hast, nicht mitnehmen kannst. Ja, aber das Getrocknete können wir doch dann theoretisch mitnehmen, oder? Nee, kannst du auch nicht mitnehmen. Das kannst du nur essen, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Bei dir ist übrigens gerade eine Feuerwehr, glaube ich, vorbeigefahren. Kann das sein? Oder Polizei? Ja, das kann gut sein. Oder es war im Wald. Wer weiß das schon? Kaninchen! Bleibst du da? Lecker Kaninchen, Kaninchen! Komm her. Komm her. Na komm. Wie fülle ich eigentlich Wasser ab? Ja, ich habe gar keine Flasche. Die kannst du aus Kaninchenfell machen. Habe ich. Und dann? Ja, und dann kannst du da Wasser reinfüllen. Ja, aber was brauche ich noch? Zwei Kaninchenfälle oder was?
Du brauchst zwei Kaninchen. Weiß ich gar nicht, was du dazu brauchst. Oh, Kaninchen jagen ist doch ätzend. Wir brauchen eine Kaninchenfalle. Ja, die geht ja relativ einfach zu bauen. Die habe ich schon irgendwo gesehen. Ja, da, Rabbit Cage, 13 Stickies. Ja, kannst du mal eine bauen, hier außen irgendwo. Das ist echt ätzend. Im Zaun macht keinen Sinn, oder was? Bau sie mal außen hin. Ich weiß nicht, ob die Kaninchen spawnen im da drinnen und ob das... Weiß ich nicht. Früher war es, glaube ich, egal. Mittlerweile habe ich keine Ahnung. Da ist so viel gefixt und so viel geändert. Außen ist total doof. Wieso? Da müssen wir mal rausgehen, um Kaninchen zu holen. Das stimmt, das ist ja ein Rabbit Cage und die vermehren sich dann, glaube ich, auch. Ja, das wäre ja cool, wenn sie es innen machen. Ja, du hast dann, Moment, es gibt eine Falle und es gibt einen Cage. Es gibt zwei Sachen. Ja, ich habe die Cage. Achso, du brauchst die Falle. Ja, die Falle. Mit der Falle fängst du es dann, mit dem Cage, da sammelst du dann einfach. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, sie vermehren sich sogar. Ja, ja, genau, das steht ja bei der Cage in der Beschreibung drin. Aber ich baue jetzt mal eine Cage hier innen. Und dann müssen wir halt irgendwie Kaninchen fangen. Ja, klar, den Cage baust du auf jeden Fall im Zaun, das ist schon klar. Und die Falle außen. Kaninchen, bleibst du jetzt? Ich hasse es, Kaninchen zu fangen. Ja. Wir brauchen Stickies. Kaninchen fangen ist echt ätzend. Das ist doch ein Huhn. Das Vieh verarscht mich. Okay, ich fange keine Kaninchen mehr. Das ist mir zu blöd. Wir brauchen immer noch Stickies. 11 Stück. Das ist ein Eichhörnchen. Hätte ich fast gekillt. Kann man die auch killen? Ja, aber ich glaube, die geben nichts. Das ist nur aus Spaß dann, glaube ich, die zu töten. Und aus Spaß. Der wahnsinnig Spaß. Und aus Spaß töte ich keine Tiere. Wollte gerade sagen, gerade noch gerettet, ey. Ich könnte den Speer eigentlich auch werfen, natürlich, nach dem Kaninchen. Das könnte ich auch machen. Was? Man kann Speer werfen? Ja, mit rechte Maustaste drücken, gedrückt halten, oder kannst du den werfen? Okay. Es ging zumindest mal. Ah, jetzt ja. So. Schubidibischu, wap, wap. Da ist dann durch. Oh, wir haben Lurche, eine Kaninchen-Cage. Die Lurche erwische ich so, glaube ich. Ach, ich habe keine Ausdauer mehr. Warum bin ich so langsam? Ich muss mal hier ins Lager rein. Ich muss mich mal kurz auf die Bank setzen. Beziehungsweise, hängt da noch was zu futtern dran? Wenn du den Lurch schon gepflückt hast, dann nicht. Nee, aber ich nicht. Ein Lurch hängt noch. Okay, ich muss was zu essen dringend. Hallo? Hallo? Ah, doch, den kannst du mitnehmen. Nee, Raw Fresh Lizard. Der war noch nicht fertig, glaube ich. Dann brate ich mal schnell. Dann war er noch nicht fertig. Zack. So, und... Hallo? So, jetzt ab. Nimm mal kurz dein Töpfchen hier bitte runter. Das wäre schön. Warte, mein Töpfchen liegt noch drauf. Ja, aber bitte erst mein Essen nicht weg. Das wäre schön. Ich schwöre nach. Ich habe nämlich echt Hunger. Und Durst habe ich auch. Wir sind schon wieder bei 23 Minuten. Der Zaun ist immer noch nicht fertig. Phänomenal. Das ist unfassbar. So, jetzt aber hier essen. Zack. So, einmal lecker durch und dann sind wir wieder voll. Dann hole ich noch schnell was zu trinken. Ah, du hast die Fackeln wieder angezündet, sehr gut. Also ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall jetzt eine Runde, ist egal, wenn jetzt länger ist, wir machen auf jeden Fall den Zaun fertig. Ich habe echt keine Lust mehr, jetzt die dritte Folge jetzt, oder vierte Folge jetzt anzufangen. Ja, es ist nur Sappenduster gerade. Hast du noch, liegen da noch? Ach, da liegt noch ein Log. Da hinten beim See liegen auch noch Logs, aber ich schmeiße jetzt kurz mein Trinken drauf. Dann kann das schon mal kochen und dann... Hallo? Zack. So. Am See liegen nämlich noch zwei, drei Loks. Dann nehme ich die noch mit, zusammen mit der Axt. Lalalalalala. So, wo waren die jetzt? Hier. Zack, zack. Und dann bauen wir das mal fertig. Also wir machen jetzt ein bisschen Überlänge, weil sonst werden wir gar nicht mehr fertig. Und ich will irgendwie fertig werden hier langsam. Das ist, so. Blablabla. Oh, ich hasse dieses Mikro. nicht Mikro. Wie heißt's? Walkie Talkie. Kennst du das, wenn du in dem Moment dir Sachen überlegst und denkst so, wie heißt das jetzt?
Nein, kenne ich nicht. Ich weiß immer alles. Ja. Weil er so schlau ist, so toll ist, drum wählt er jetzt zu Miss Waikiki. Du hast das Schlank und Drank vergessen. Ich, als ob ich mir Lieder merken könnte. Ich mach mal Licht. Toll. Macht er macht hier Waven einfach. Hör mal auf, nicht beide auf den Baum schlagen, sonst schlagen wir uns gegenseitig. Ich habe gar nicht geschlagen. Nicht? Ich hab dich doch. Halt doch da gerade die Kerze. Und außerdem habe ich mit meinem Speer in der Hand. Ich dachte, ich habe dich geschlagen gerade. Nee. Ach nee, das ist der Typ, der hier so mega erschöpft schnauft immer dann. Okay, dann habe ich nichts gesagt. So. Kann das Feuerzeug eigentlich leer gehen? Ich glaube nicht. Wenn der gerade irgendwie das kurz ausgemacht hat und dann nochmal anmachen musste. Hä? Also es kann sein, wenn es zum Beispiel, wenn es zum Beispiel regnet, dass es ausgeht, oder in der Höhle zum Beispiel, wenn du durch einen Wasserfall oder so durchgehst. Hast du jetzt doch unser Baumhausausgang kaputt übrigens? Nee. Warum? Ja, weil das die Bäume sind, die direkt, also ich dachte, hier wäre der Ausgang dann für unser Baum. Ja, sind noch genügend da. Das Problem ist, dass hier so viele Bäume sind, dass ich gar nicht, dass ich den Wald vor lauter Bäume nicht sehe. Haha! Aha. Ja. Wir sind schon lange nicht mehr angegriffen worden, ne? Ja, bei der Festung lohnt sich's auch nicht mehr. Oh oh. Oh, die haben unsere Fackeln zerhauen. Du musstest es ja beschwören, ey. Ja, stimmt. Ich muss übrigens ganz kurz mal sagen. Uah! Da ist der, da nährt er sich von hinten einfach dann. Du bist so ein Popo-Kriecher, hä? Kupa, Hilfe! Achso, da bist du schon. Ich dachte, es sind zwei jetzt. Da ist auch ein zweiter. Jetzt, ja. Ich muss mal kurz Ausdauer regenerieren. Schlag mal drauf, der lebt noch. Okay, lebt doch nicht mehr, ist tot. Ich gehe mal wieder Leichen entsorgen. Juhu, Knochen. Was wollte ich jetzt vorhin eigentlich sagen? Irgendwas wollte ich jetzt vorhin noch sagen. Habe ich wieder vergessen. Ich habe vor allem Hunger. Mal jetzt schon wieder mal. Also ich bin satt. Ich bin satt und bin auch nicht mal durstig. Das ist cool. Du hast auch mal einen Durst weggegessen, den ich zum Trocknen gekriegt habe. Nee, den habe ich gebraten. Das Trocknen hat mir zu lange gedauert. So, dadam, dadam, dadam. Ach, 4 Stunden später. Zack und zack und zack und zack. Ja. Was leuchtet da oben eigentlich? Was ist das, dass das da leuchtet? Nennen sie Sterne. Nee, hier. Ach, der hat sich da reingeglitscht, glaube ich. Warte mal. Da ist ein Eingeborener, der ist hier im Boden geglitscht. Ach nee, der meditiert da. Ach so, der hat meditiert. Ich glaube, der hat nach Hilfe gerufen. Das war doof. Ich mach dich mal eben. Ich erlöse dich mal eben von deinem Leid. Na komm. Tschüss. Oh nein. Natürlich, ich bin so ein Idiot. Der hat nach Hilfe gerufen. Ja, ich merk's. Ich schlage hier mal ein paar Haken. Ich komme mit einer Leiche rein ins Lager. Ja, ich stehe gerade im Haus und da sind, glaube ich, ums Haus rum auch welche. Ich regeneriere gerade ein bisschen Ausdauer. Aber ich habe Hunger. Ich nicht, ich habe gegessen. Das ist schief. Mhm. Guck mal. Wo ist der jetzt hin? Ich habe einen Kumpel mitgebracht. Die anderen Knochen mal wegräumen hier. Da dürften aber noch zwei, müssten noch hinter mir sein eigentlich. Halt. Einschmeißen. Hast du die ganzen Bäume eigentlich schon, das Holz schon alles eingesammelt? Nee, ne? Zum Teil. Ich weiß nicht, wo du noch überall gefällt hast. Ach, da hinten ist noch ein ganzer Haufen. Okay. Dann müssten wir es jetzt eigentlich aber gleich haben mit dem Lager. Müssen wir es gleich fertig haben. Da, nee, hier, davor. Also hier in die Richtung. Da liegen ganzen Baumstämme. Okay.
Machen wir erstmal die. Wer schreit denn da schon wieder? Ja, die Eingeborenen. Machen wir erstmal die ganzen Wände hinten. Oh oh. Alter, im Lager! Wie im Lager? Ja, da steht einer. Ja, einer. Oh Mann! Lass meine Rüstung in Ruhe! Ich hab die mühselig erst wieder zusammengebaut. Brauchst du Hilfe? Nee, geht schon. Ist hier eigentlich gerade jemand? Nee. Ich fälle ganz entspannt mal Bäume. Das Geile ist, der hat echt meditiert jetzt gerade. Das war echt cool. Und ich habe ein bisschen du gestört, glaube ich. Du hast gekillt. Ja. Ich wusste nicht, was der macht. Erstmal hingehen, erstmal draufhauen. Erst schießen und dann Fragen stellen. Das ist so die Devise einfach. Hat sich bewährt. So, dann haben wir die Seite noch fertig. So, 30 Minuten sind wir gerade. Das kriegen wir hin. So. Also noch ein bisschen windgeschützter, glaube ich. Alter, hast du mir den Baumstamm weggenommen? Ich fasse es nicht. Ups. Oh, der Mond da oben. Das ist auch cool, der Mond. Guck mal. So ein Millimeter sieht man davon. Ich sehe keinen Mond. Na, oben hier im Himmel ist der Mond. Ich habe keinen Mond. Das ist doch ein Mond. Dann sieht man doch den Planeten da, wie er ganz leicht angestrahlt wird einfach. Keine Ahnung, ich sehe nichts. Ha. Da war doch schon wieder ein. Ich habe da gerade ein Licht gesehen da hinten. Naja, egal. Da ist ein Kaninchen wieder. Oh shit, ich bin jetzt richtig hungrig. Ich habe jetzt echt nur noch einen Millimeter oder so. Echt? Und ich habe auch keine Snacks. Es hält aber witzigerweise ein bisschen. Warte mal, habe ich noch Snacks? Ich habe noch Snacks, notfalls. Ja, ich habe schon, Ja, wir müssen uns echt die Snacks aufheben ein bisschen, weil das ist echt... Das ist auch was gut für die Höhlenexpedition, theoretisch. Ja, genau. Das wollte ich damit sagen, dass das sonst echt dämlich ist. So, wir haben den Part hier fertig. Okay, dann fälle ich einfach mal den Baum hier noch. Dann kriegen wir es auf. Wie viele brauchst du hinten noch? Einige. Echt? So viele noch? Ja, das ist der größte Teil hier. Alle anderen Wände haben wir ja schon fast. Okay, die Wand hier ist jetzt gleich fertig, wenn ich den Baum hier gefällt habe. Da kannst du mal zu mir kommen. Da kannst du einen Baumstamm dir hier nehmen. Aber nur einen, die anderen drei brauche ich. So. Zack, zack. Oh, schon wieder Einheimischer hier. Alter, das gibt's doch nicht. Ey, der haut unser Haus? Wie, du machst unser Haus kaputt? Willst du mich verarschen? Ja, weg hier. Das habe ich mühevoll zusammengebaut. Ich glaube, es hackt. Oh, das Feuer ist schon wieder aus. Das hält überhaupt nicht mehr lang, das Feuer. Das hat ewig gehalten. Jetzt hat die letzten zwei Folgen gehalten. Nee, das ist ständig aus. So. Zack. So. Hast du das Haus repariert wieder? Ja. Okay. Geil. Okay. Ich hocke mich ganz kurz nochmal hin und dann bauen wir das fertig und dann machen wir den Cut für heute. Also, für die Folge besser gesagt. Aber dann haben wir echt ganz schön viel geschafft, muss ich sagen, ne? Ist schon geil. Wir haben zumindest dann ein vernünftiges Lager. Ja, dann bauen wir innen drin. Das machen wir aber nicht in der nächsten Folge. Dann bauen wir in der nächsten Folge, würde ich mal sagen, uns ausrüsten. Genau. Die Expedition. Genau. Aber künftig würde ich dann fast sagen, wir bauen dann hier noch so einen kleinen Hochsitz einfach dann hin, dass wir über die Mauer gucken können, dann vielleicht mit Pfeil und Bogen noch ein bisschen rüberschießen können, einfach dann, wenn die Eingeborenen kommen. Und dann können wir uns dann ein bisschen verteidigen. Das wäre so der Plan. Also meiner zumindest. Verteidigen, Pillepalle, ich will erkunden, ich will Dinge entdecken. Das machen wir auch noch auf jeden Fall, aber erstmal mal erst... Nein, nicht in die Richtung! Was, wieso? Wenn der Baum auf unsere Palisaden fällt, dann gehen die kaputt. Ja, war aber noch weit genug. Das hat von mir hier nicht so ganz toll ausgesehen. Noch schon wieder einer. Das ist ganz ja.
Oh, zwei. Ich mach Mann, dieser Holle und meine Rüstung ist doch kacke. Ich brauche die für die Expedition. Wir haben doch genügend Knochen. Aber ich habe nicht Klaufis. Nicht genug. Ich rette dich. Oh, Mann. Alter, hat sich voll weggedreht gerade. Geil. Da winselt er einfach. Hase, komm her. Der winselt immer noch. Ich fackel ihn mal ab. So. Dann brennt der mal ein bisschen. Habe ich noch Steine? Ich glaube, Steine habe ich genug, ne? Can't carry any more rocks. Ja. So, da haben wir noch... Ich glaube, einen Baum müssen wir noch fällen, dann haben wir es. Das ist der letzte Baum hier jetzt, ne? Dann müssten wir es, glaube ich, haben. Hoffe ich. Sag mal, jage ich eigentlich den Hasen mit dem Speer am besten oder mit der Axt? Ich würde mit dem Speer jagen. Ich glaube, das geht einfacher. Aber Hasen ist generell... würde ich mit Hasenfallen eigentlich machen. Weil Hasen sind echt... Weil die pausieren nicht wie die Lurche irgendwann, sondern die rennen halt einfach weiter. Wie die Bekloppten. Das ist echt ätzend. Und das Feuer ist wieder auf uns. Irgendwas ist gerade krumm hier, glaube ich. Du bist manchmal so richtig abgehakt. So drrrrt. Ja, so, du auch gerade. Ah, okay. Hat, glaube ich, dein Discord ein Problem, kann das sein? Kann sein, ja. Irgendwas ist auf jeden Fall nicht koscher. Oh Gott, ich dachte, ein Baum reicht noch, aber ich glaube nicht, dass der eine Baum gereicht hat. Ist noch eine Leiche? Da liegt noch eine Leiche. Warum liegt hier eine Leiche? Ich muss jetzt auch noch das Feuer wieder mal reparieren hier. Hast du noch Sachen? Was habe ich? Also hast du noch Stickies und Blätter? So. Ich schau mal. Das nimmt hier kein Ende, echt. Ein Sticky fehlt. Nein. Ih, da fliegen jetzt Fliegen um die Leichen ja sogar. Ih. Wenn die länger liegen. Ist ja widerlich. Gleich mal anzünden hier. Ich habe keine Stickies. Toll. So, ich habe jetzt zwei Hasenfälle und kann daraus was craften, aber ich... Ja, du kannst daraus so Blaubeerdinger machen. Da kannst du Blaubeeren einsammeln dann, was eigentlich sehr geil ist, weil die kannst du dann futtern, glaube ich, auch. Und ich du... Ich mach einfach mal. Eine Pouch. Ah ja, Berries equippen. Genau, damit kannst du die Beeren sammeln dann. Ja. Die kannst du auch, glaube ich, wieder futtern dann. Und du kannst dann auch, wie gesagt, so eine Trinkflasche... Ne, eine Trinkflasche machst du aus Rehleder, glaube ich. So. Ich zünde mir das Feuer wieder an. Warte mal, kann ich mir gleich mal was kochen? Habe ich eigentlich was zu essen? Ich habe nichts zu essen, außer halt die Snacks, aber die will ich aufheben. Es hängt noch ein Kaninchen am Drying-Ding wieder. So, zack. Mal die Leichen kurz verbrennen. Oh shit, hast du Hunger zufällig? Ja. Sehr gut, ich habe auch so den zwei Fleisch reingeschmissen. Juhu, finde ich gut. Jetzt fängt es das Regnen an. Sehr gut. Jetzt kommt nicht Wasser in unser Schildkrötenpanzer. So, muss das andere essen? Müsste gleich fertig sein, irgendwann. Na, hoffe ich doch. Jetzt ja. So, sehr gut. Zack. Und zack. So. Das trifft sich sehr gut mit dem Wasser, weil ich habe echt Durst. Das wird nur ein bisschen dauern. Wir haben gar nichts im Samenbeet gedönst. Warte mal, ich pflanze mal da. Ich habe mal irgendwas eingepflanzt hier gerade. Okay, es wird ein bisschen dauern, bis da jetzt das Wasser reinkommt. Das dauert immer ein bisschen. Wir hatten doch mal irgendwo so Blaubeerbüsche hier. Wo waren die denn? Jetzt lass doch mal den Zaun fertig machen, damit wir die Folge hier rumkriegen. Ja, ja, aber mit den Blaubeerbüschen kannst du halt Dingens, weil ich noch ein bisschen Hunger habe. Aber egal. Okay, für Bäume brauchen wir 2, 4, 6, 8, 10. Okay, 3 Bäume brauchen wir noch. Hast du, hier liegt kein Lock mehr rum? Nee, helf mal kurz mit, wir brauchen noch 3 Bäume. Dann haben wir's. Dann fäll mal eins. Ach so, das ist ein zweiter Baum hier. So. Also, los geht's. Oh, ich versuche mal das Kaninchen da hinten wieder zu fangen. Du hättest auch den Baum mitfällen können, also einen anderen Baum. Dann wäre schnell gegangen. Papalapap. Oh. Ich hoffe, der fällt nicht auf unser Lager.
Nope, sehr gut. Okay, ja, Gott sei Dank. Es neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Finde ich gut. Zack. Okay, und den dann noch. Also, da liegen genügend Baumstämme. So. Wo bist du denn? Ja, ich hab noch schnell durch. Ich jage uns mal ein bisschen hier Essen zusammen. Das ist auch nicht schlecht. So, kurz mal regenerieren. So, sehr gut. Ach, Gott sei Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das nochmal schaffen. Also das Bauen ist schon echt anstrengend hier in Forest, muss ich sagen. Beziehungsweise auch extrem zeitaufwendig, finde ich. Ja. Was ja okay, du baust halt auch nicht so, sag ich mal, so eine riesen Palisade baust halt auch nicht in 5 Minuten. Ja. Ich finde, sowas muss immer so einen Mittelweg finden zwischen Spielfluss und Realismus. Also, naja, du kannst es ja auch kleiner bauen. Ja, schon klar, aber wenn es halt, also... Also alleine glaube ich, ist das ein Graus, wenn du das machen musst. Alleine flippst du aus, wenn du das bauen müsstest, weil du einfach, das dauert ja ewig und 3 Tage. So, 2 fehlen noch. Hast ja, wo liegen die? Nee, wo? Ich habe 3 Bäume gefällt. Das müssten 12 Stück sein. Also eigentlich müsste hier noch ein Baum rumliegen. Oder so ein Kaninchen. Komm jetzt, Kaninchen. Ich glaube, ah, hier liegen sie. Wie fange ich eigentlich ein Kaninchen? Achso, mit der Falle. Komm mal her, komm mal her. Da liegen noch 2 Loks. Die schmeißen wir einfach ins Lager rein. Wir bauen jetzt mal so Lockholder. Da liegen noch 3 Loks. 3? Okay. Nein! Ah, der Zaun ist fertig. Yes. Jetzt muss ich komplett außenrum laufen, du Bananenkopf. Ach so, stimmt, ja. Aha. Wo lag eine andere Lok? Ach hier. Na, da wo. Ja. So, dann haben wir das. Dann bauen wir schnell mal einen Lockholder, schmeißen die Loks rein. Dann werden die nämlich auch gespeichert. Was den schönen Vorteil, dass wenn wir dann noch ein paar Bäume fällen, einfach dann. Das machen wir hier, oder? Hier ist so die Lockholder, oder? Ja. Irgendwo. So. Skinred, Bone Basket. Stickholder, Lockholder. Cool, es gibt auch einen Rockholder. Hihi. Ja, müssten wir auch mal bauen dann. So. Stickholder wäre auch nicht schlecht. So oder? Nee, das ist doof so. Warte mal. Das finde ich so doof. So? Ja, mach halt einfach, ja. Komm mal kurz her. Ich brauche deine Stickies. Wenn ich welche habe. Habe ich nicht. Ich habe die alle schon jetzt in die Dinge. So. Oh, da unten fliegen voll die Vögel. Was? Wer vögelt? Da oben fliegen voll die Vögel. Ach so. Habe ich etwas falsch verstanden? Wie immer. Nein. La, 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 la. So, dann ist der Lockholder fertig. Dann packen wir schnell die Loks rein. Cool, die fliegen alle in den Boden rein, gerade die Vögel. Sehr gut. Ach nee, das sind Enten, die landen da gerade auf dem See. Das kann auch sein. Cool, ich jag mir eine Ente. Alter, gibt's hier wieder schöne viele Knochen. Dann kann ich mal... Das ist ein Basar. Das sind keine Enten, das sind irgendwelche großen... Kacke. Okay, ich muss schmeißen. 1, 2, 3. Nein. So. Kriege ich meinen Speer eigentlich wieder, wenn ich ihn geschmissen habe? Wenn du ihn einsammelst, ja. Ich habe ihn ins Wasser geschmissen, ich finde es nicht mehr. Warum schwimmt so ein Dreck eigentlich nicht? Das weiß ich nicht. Gibt die Physik Engine nicht her. Okay, wollen wir den Cut machen? Ah, hier ist er. Der Lockholder ist fertig, die Palisade ist fertig. Also, ich würde sagen, es sieht ganz gut aus, das Lager. Ich bin zufrieden. Wo bist du denn? Ja, ich tümpel hier gerade im See rum. Ich wollte eigentlich mir eine Ente fangen oder Wasan oder was das auch immer ist. Okay, ich schnapp mir mal ganz schnell das Dingens hier. Und sammle mal schnell was zu trinken ein. C. Ach, jetzt check ich das, was ich da immer mache. Nils Holgersson.
Fliegen? Ich wälze mich gar nicht in Ding in Kacke, sondern ich schmier, also doch, ich schmier Matsch ein, damit seht ihr. Also gut, jetzt halt. Ach so, das meinst du. Jo. Ja. So, und wie sammle ich jetzt Bären? Ja. Du nimmst, equipst einfach den Dingens und machst, glaube ich, gehst zu den Bären hin und drückst C, glaube ich. Dann ja, gibt mir aber nur E als Option. Nee, du musst den ausrüsten. Jetzt hat. Ja, jetzt du das. Dann kannst du einsammeln. Und dann kannst du, glaube ich, ganz normal futtern. Ich müsste jetzt auch mal Kaninchen eigentlich jagen, weil ich brauche das Kaninchenfell. Okay. So. Und ich ja gut, dann machen wir nochmal jetzt den Cut hier, oder? Ja, dann müssen wir auf jeden Fall was zu essen sammeln in der nächsten Folge. Weil ich habe auch Hunger gerade. Sack voll Blaubeeren. Ah ja, Blueberries da. Ja. Was ist damit? Der Hase ist jetzt fertig oder nicht? Ja, damit kannst du sogar blaue Farbe herstellen. Dried Fresh Rabbit. Okay, das getrocknete Zeug kannst du sogar nehmen. Das ist gut. Dann müssen wir ein bisschen auf Lager. Also das getrocknete Zeug kannst du auch nehmen, was gar nicht mal schlecht ist. Dann gehen wir jetzt in der nächsten Folge einfach jagen dann. Bauen die Kaninchenfallen außen rum und dann haben wir auf jeden Fall genügend zu futtern und dann machen wir die Vorbereitung nächste Folge und dann geht's mal in die Höhle, würde ich sagen. Oder? Ja. Klingt gut. Sehr gut. Dann, ich will das nicht anzünden, ich will hier trinken. So, okay. Dann bin ich voll ausgerüstet. Dann hocke ich mich kurz hin und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da gehen wir jagen, machen die Vorbereitungen für die Höhle und dann gucken wir mal, was uns da unten erwartet. Vielleicht finden wir ja was, was wir dem Cooper noch zeigen können. Dann würde er sich einscheißen. Ich freue mich. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Von wegen einscheißen, ey. Doch, das tust du.